Wir können nochmal. Okay. Also wir können Leitern runtersprinten sozusagen oder schnell runterrutschen. Das ist gut zu wissen. So, ich schätze mal, es ist safe. Abgesehen von ein bisschen Ungeziefer. Ja. Lau. Moment mal. Durch mich geht's ein zur Stadt der ewigen Qualen. Durch mich geht's ein zum wehevollen Schlund. Durch mich geht's ein zu der Verdammnis. Okay. Also wir sammeln da irgendwelche Buchseiten ein. Hopp. Oh, das wollte er also sagen. Wieso kann der nicht schwimmen? Ich dachte, der wäre recht muskulös. Ja. So, könntest du das jetzt bitte benutzen? Ah, jetzt. Einmal ablassen, bitte. Laufe schneller. Okay, springen können wir im Wasser auch nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Aber wir können rausklettern. Können wir hier links oben irgendetwas machen? Nein. Eindeutig nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Am besten nicht ins Wasser. Und lassen dieses wieder ab. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nee. Täusche ich mich oder wurde es gerade ein klein wenig dunkler? Egal. Wir scheinen ja schon einige verunglückt zu sein. Zumindest drei Leute. Und ich höre hier irgendetwas stöhnen oder röcheln. Ach du Sch. Lauf, alter Mann! Lauf! Moment, sag jetzt nicht, ich muss mich da unten durchducken. Duck dich! Duck! Lauf! Oh, Vorsprung. Und die sind zu dumm, um da drüber zu kommen. Ich verstehe. Hopp. So. Hätten wir das auch mal geschafft. Hier geht's wieder nicht weiter. Hier wollen wir nicht runter. Ich hatte vergessen zu sprinten. Letzter Kontrollpunkt ist wo? Hoffentlich nach der Leiter. Komm schon. Es war irgendwie ungeschickt von mir. Und zwar sehr, sehr ungeschickt. Ja, okay, perfekt. Ich denke, ich sollte dann auch noch die Steuerung ändern, denn ich dachte eigentlich, dass hier viel mehr mit Maus geschieht und nicht rein auf Tastatur beruht. Verbandskasten. Okay. Also können wir den nicht mitnehmen. Schade. Und was ist mit dem Ding hier an der Wand? Können wir diese Seite, dieses Poster ansehen? Nee. Die kommen. Interstate 5, 4. Juli 1986, 15 Uhr.
Okay, ich schätze mal. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Alle. Oh, war doch nicht ganz so weiß. So, hier bitte mal direkt drüber und hier auch mit Elan drüber sprungen. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass hier im Hintergrund das Spiellogo gezeigt wird. Deadlights. Was das jetzt genau damit zu tun hat, das kann ich noch nicht sagen, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So. Hoch und hoch. Tja, bisher finde ich es ja ganz schön interessant. Auch wenn storytechnisch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Was stand da gerade oben? Fatality? Seattle. Keine Ahnung, wie ich da auf Fatality komme. Oh. Okay, das haben wir praktisch von selbst erledigt. Einfach drüber springen und umdrehen. Und wir sind wieder in einem Gebäude drin. Dann springen wir mal so weit uns unsere Kraft dies erlaubt. Oh! Einkaufswagen, Einkaufswagen, Einkaufswagen! Go! Aha, also während wir Objekte benutzen, können wir doch angegriffen werden. Hä, was jetzt? Hä? Alter Mann, lauf doch! Lauf! Ja, eigentlich wollte ich da irgendwie hochspringen. Seattle Report von Vorsicht, die Sowjetunion ist im All. Darum geht die Raumstation im. Okay. Zu langsam! So, okay, wir müssen. Los, 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 gib Gummi. So, hier hoch und nicht runter. Sales Schrottplatz, 4. Juli 1986. Ja, das Ganze spielt eben ein bisschen in der Vergangenheit. Ein paar Jährchen. Halt! Hier ist eine Axt, die können wir brauchen. Hier können wir brauchen. Ich weiß nicht, ob ich es noch erwähnen sollte, aber ich spiele das Game eben blind, wie wahrscheinlich schon bemerkt habe, denn ich kenne mich hier noch nicht wirklich so aus. Hoppla! So, okay, können wir jetzt zuschlagen. Thanks, buddy. Okay, das kostet Stamina. Ja, perfekt. Auf der einen Seite ist es irgendwie doof, wenn es Stamina kostet, weil man dadurch natürlich eine bestimmte Anzahl an Hieben machen kann. Andererseits finde ich es so realistischer und möchte deshalb, dass es so bleibt. So, hier bitte mal mit Elan drüber. Und gleich nochmal. No time to waste. Hopp! Attentat! Haha! Damit hat er nicht gerechnet. Bam! Und... verdammt! Warten! Mehr Stamina! Dich holen wir uns auch nochmal! Lass! Los! Ich sagte, lass
Los, okay, umgestürzt, um den Gar auszumachen. Ach so, halten, okay. Haltet! Go back to hell, okay. Dich werfen wir auch wieder um. Und wir kümmern uns sogleich um dich. Genau ins Gemächt. Das tat weh. Tja, gut, dass die Zombies nicht mehr spüren. Denn es sind hier praktisch schon alle Nerven abgestorben. Das heißt, sie bekommen auch kaum noch etwas von der Welt mit. So. Auf das Auto vielleicht. Können wir soweit springen? Naja, fast. Flirting with Disaster? Nicht gerade die beste Idee, Junge. Ja, schon besser. Komm schon, komm schon! Ich find's irgendwie auch gut, dass die nicht sofort angreifen, sondern eben erstmal festhalten. Denn ansonsten sieht es mit einem Leben ein bisschen schlecht aus. So. Mich würde auch interessieren, ob wir irgendwie zutreten können. So. Wir brauchen Stamina, wir brauchen Stamina, wir brauchen Stamina, wir brauchen Stamina, wir brauchen... Go! Bist du schon tot? Jetzt bist du tot, okay. Wir müssen uns mal ganz kurz aufladen. Und versuchen auch gleich mal was. Vielleicht klappt es ja. Blöp. Oh. Ja, hat sogar geklappt. Sehr gut. Da ist noch ein Zombie. Guten Tag. Ja, so begrüße ich meine Nachbarn natürlich auch immer. Axt in die Fresse und dann nochmal draufschlagen, wenn sie am Boden liegen. Nee, natürlich nicht. So, hier ist was blau. Was bedeutet das? Außer, dass man damit interagieren kann. Luft? Ein Lufterfrischer? The fuck? Also, was es hier für Geheimnisse gibt. Können wir es jetzt wieder hochlassen und dann wird der Zombie mit nach oben gerissen? Nein, ich schätze nicht. Attentat! Ich habe eigentlich schon die andere Richtungstaste gedrückt, aber egal. Dann lassen wir den einen eben leben. Bretter zu zerbrechen. Sollen wir da durchsprinten oder kann ich das einfach durchschlagen? Ich hätte mal durchschlagen. Ja. So, hier gehen wir bitte ganz normal runter. Und laufen. Damn Storm. Naja, also ich habe jetzt nichts gegen Regen. Solange nicht plötzlich die Blitze neben uns einschlagen. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Oder du hast zu viel getrunken, das kann auch sein. Ist das das Versteck? Moment mal hier. War gerade ein Spind, den man benutzen kann? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Hopp.
Hinab. Hinab. So, dann nutzen wir mal kurz die Zeit. X ist Tagebuch. Oder wir klicken einfach drauf. 15. Mai 1955.